Hallo, meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Udo. Zurück im Kampf gegen Orduna und den Rest der Welt. Leider, muss ich dazu sagen, sind wir jetzt schon, haben wir letztes Mal die Provinz Katay wieder verloren an Ordune. Warum leider? Weil ich hier einen Ingenieur drinnen hatte. Das war nicht gut. An das hätte ich denken müssen. Man verliert nämlich diese Ingenieure, wenn man sie drinnen hat. Naja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, wir werden jetzt wieder zurückgehen, es erobern und gut ist. So, ich glaube, wir sollten einfach alles kaufen, was wir kaufen können. Ich glaube, das geht sicher aus, dass wir alles kaufen können. Yep, es bleibt sogar noch ein wenig was von der Transportkapazität übrig. Durch unsere Ironclads, die wir gebaut haben, ist jetzt auch unsere Heimatregion wieder etwas sicherer. So, der kauft einfach weiter ein, diese Gebiete. Du bleibst hier stehen. Du verbesserst weiter. Du verbesserst auch weiter. Du machst auch weiter. Ja, du gehst daher. Also das ist nicht angelegt. Ich habe geglaubt, das ist angelegt, aber in Wirklichkeit stehen die einfach nur. Sind die einfach nur hier alle da rein nach aufgeschrieben? Ich weiß jetzt nicht genau, nach welcher Reihenfolge die gehen, aber gut soll sein. So, schauen wir mal. Wie geht's euch? Noch nicht so gut. Das heißt, ihr bleibt da. Was ist mit dir? Okay. Geht's euch beiden gut? Yep, dann passt sie mal auf dieses Gebiet auf. Gut, die bleiben da stehen derweil. Ja, dann haben wir gesagt, diese Truppe hier holt sich Katay wieder. Ja, ihr erholt euch. Bitte. Danke. So, wir haben wieder einen Haufen Zeug, den wir transportieren können. Wir werden da wieder ein Pferderl holen. Wir werden jetzt auch wieder mal ein bisschen mehr. 38 durch 2 sind. Warte mal. 19. Machen wir es mal so. Oder? Ja. Gut. Und wenn wir da ein bisschen was mehr holen. Na. Haben wir nur zwei mehr, als wir brauchen. Oder eins mehr, als wir brauchen. Auf 28, da auf 58. Passt. So. Eins, zwei, drei. Brauchen wir noch eine Ironclad? Geht sich das aus? Yes, noch eine Ironclad geht sich aus. Jetzt haben wir keine Waffen mehr. Passt. Da können wir mit den Dingern raufgehen. Ein wenig.
Da ebenfalls. Auch da was. Wir machen wir jetzt noch auf. Gut. Und wir verkaufen einfach alles wieder. Wenn geht. Und wir kaufen, wenn wirklich alles, wenn geht. Okay. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht anschauen, weil da ist eh alles aus. Na dann. Entern. Ja, was soll ich tun? Ja, ich habe es schon mitgekriegt. Die können wir nicht mehr beeinflussen. So, wir greifen an. Ah, du darfst entscheiden. Sehr viel kann da nicht mehr drinnen sein. Oh, nur Pferde und Generäle. Sehr gut. Oder eigentlich nicht gut. Weil die werden jetzt alle fliehen, nehme ich mal an. Na, was sage ich? Feiglinge. Schauen wir mal. Ja. Ist der wenigstens noch mal hinüber? Ja. Sehr gut. Schade. Wir haben nur eines von seinen Pferden erledigt. Und wir haben hier offensichtlich, wow, drei Schiffe versenkt. Aber leider ist er auch ein eigenes versunken. Mist. Aber immerhin, drei Schiffe weniger sind drei Schiffe weniger bei ihm. Und ich tue mir weit, weit leichter, jetzt neue Schiffe aufzubauen als er. Ah, ein Plus von 60.000. Eine neue Ironclad. Ist uns auch gerade eine versenkt worden, also so gesehen. Haben wir alles gekauft? Hier, was zum Kaufen war ein Kessel. Schaut so aus. Dann gehst du zurück nach Hause. Du bleibst da. Ihr bleibt wahrscheinlich auch da. Schauen wir mal, ob irgendjemand irgendwo anlandet. Schaut nicht so aus. So. Du gehst in den Hafen. Ihr bleibt da stehen. Haben wir hier irgendwas abgekriegt? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen einfach weiter. So. Ich glaube, der bleibt auch einmal im Hafen noch. Und nächste Runde gehen wir dann mit allen wieder raus. So, nehmen wir noch ein Dings mehr heim. Ah, wir können da wieder was
Hier transportieren sehr gut. Yep. Okay, brauchen wir noch eine Ironclad? Nein, können wir nämlich nicht. Wir bauen noch einmal so einen. Die zwei rüsten wir weiter aus zu meistern. Dann holen wir uns noch einmal drei solche. Gehen wir rauf. Gehen wir rauf. Holen uns noch einen vierten. Passt schon. Ja. Wir verkaufen alles, was wir haben. Sehr gut. Nächste Runde ist Ortun, noch eines weniger, noch eins los. Haben wir dort auch unseren. Ah, wir haben dort, glaube ich, auch unseren Prospektor verloren, wie er mal diese Region erobert hat. Das ist ja ärgerlich. Den bauen wir auch, den müssen wir auch noch nachbauen. Egal. Jetzt als erstes. Erobert man da mal weiter. Wir erobern da diese Gebiete alle durch. Das wird jetzt nicht unbedingt mehr das Problem darstellen, hoffe ich. Und wenn wir das alles erobert haben, dann kommt von der Seite hoffentlich niemand mehr. Schauen wir mal, ob er flieht mit dem oder ob wir noch einmal ein paar Scouts vernichten können mit unserer Armee. Außerdem werden wir in Odostan schauen, da müssen wir auch noch was aufrüsten. Kann man die aufrüsten? Nein, wir haben gerade was gekauft. Nein, nicht aufrüsten. Okay. Gut, nächste Runde. Ja. Was soll ich tun? Okay. Ah, nein, ich hätte aufstellen wollen. Naja. Ah, er ist geflohen. Naja, okay. Dann können wir ihn machen lassen. Ah, ich habe schon gehofft, dass ich da noch ein paar von seinen richtigen Truppen vernichten kann. Aber denkst du? Ja, das ist ärgerlich. Mist. Hat eine von meinen Flotten vernichtet. Und hat einen Haufen Zeug gekapert. Sehr ärgerlich. So, du baust mir hier jetzt einen sowas. So, das ist interessant. Jetzt haben wir nämlich tatsächlich die Situation, dass wir zu wenig Kohle haben. Wir hatten die ganze Zeit zu viel Kohle und zu wenig Eisen und jetzt haben wir plötzlich das Gegenteilige, den gegenteiligen Effekt. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, den neuen schicken wir dann nach Dunlap her. Interessanterweise versuchen sie nicht mehr anzulanden bei mir, vielleicht weil das schon mehrfach in die Hose gegangen ist bei ihnen. Und weil sie wissen, dass ich
auch nicht wirklich in der Lage bin, bei Ihnen anzulanden. Das ist natürlich ärgerlich, weil es ein bisschen eine Pattsituation ist, aber jetzt hole ich mir mal da dieses restliche Gebiet. Das ist zwar relativ irrelevant, aber da haben wir noch ein bisschen. Da können wir dann noch ein bisschen. Wie heißt das? Baumwolle holen. So, ich glaube, das brauchen wir nicht. Mehr Wolle. Mehr Wolle. Brauchen wir auch nicht so viel. So, jetzt haben wir die volle Wolle. Die volle Wolle. Oh, da haben wir noch was, was wir transportieren wollen, unbedingt. Warte mal. 37, 18, 18. Das heißt, da können wir noch zwei runtergehen. Da wieder mal eins rauf. Oder nein. Gehen wir da mal eins rauf. Egal wie lang wir spielen, wir haben nie genug Transportkapazität. Und das, obwohl ich jede Runde Transportkapazität nachbaue. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut. Wir rüsten diese Leute aus. Wir schauen mal. Wir können uns noch keines leisten. Oh. Es ist uns aber offensichtlich ein wenig von der Kapazität kaputt gegangen. Das heißt, wir bauen jetzt wieder ein paar Clipper. 10 genau. Dann haben wir wieder 40 mehr. Das ist der Vorteil an der Überproduktion, die wir derzeit haben. Wir können uns jederzeit solche Clipper kaufen. Und noch einmal 5 davon. Gut. Ach ja. Und wieder ein Zug zu Ende. Ja, ich weiß. Wir sollten diese Miner Nation jetzt endlich irgendwie aus dem Verteiler rausnehmen. Nein. Da gibt es 4. Was, da nehme ich noch eins. Ja, mach du das. Ja, ich glaube, das kannst doch du führen. Gut. Und noch ein Gebiet mehr. Und wir haben noch einen Schippernackel versenkt. Sehr gut. Und wir haben dann nicht einen Schaden abgekriegt. Gut. Das heißt, wir können dann als nächstes dieses Gebiet erobern. Und dann heißt das, wir können zurückgehen und als nächstes versuchen, Ordun Stadt anzugreifen. Ob sich das ausgeht. Das wird sicher eine Monsterschlacht. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen ein Plus gemacht. Und 10 neue Clipper haben wir auch. Du machst nichts. Du machst das. Ach so, warte mal. Mir fällt gerade ein. Das ist ja gar keine Stadt. Ah, oh ja, doch, da ist ja eine Station. So, da haben wir noch ein paar Schafe, die ausgebaut werden können. Ah, seht ihr, da sitzt jetzt jemand und versucht einzufallen. Dann gehen wir doch daher. Warte mal, heißt das irgendwie anders? Enemy Beachhead Report, seht ihr?
Wir haben einen Weg wegen from the Lopez Sea. Und das ist nur ein Foreign Fleet Report. Sehr gut. So. Ihr holt euch noch Mull. Mull. Sehr gut. Okay, wir bauen uns noch so eine Artillerie. Nein, wir bauen uns keine Artillerie. Wir bauen uns nämlich noch so ein Schippernackel. Und wir bauen uns noch so eine Artillerie. Passt. Und die drei werden weiter ausgebildet und wir machen nochmal vier. Neue 38, 19, 19. 38, 19, 19. Gut. Essen haben wir noch genug. Wie viel haben wir dann auf Lager von dem Essen? Oh. Getreide geht uns aus. Das heißt, tendenziell sollten wir mehr Getreide heimbringen derzeit. Vielen Rekrutierungen müssen wir auch vorsichtig sein, weil es kostet auch Konserven. Gut, außerdem müssen wir noch einen Prospektor bauen, weil der ist uns kaputt gegangen und wir bauen vielleicht auch noch einen zweiten Ingenieur. Vielleicht sollten wir sogar fünf bauen. Und diese zwei, die uns da übrig bleiben, stecken wir wieder in Kapazität. Passt. Sehr, sehr gut. Gut, warte mal, irgendwas. 10 Lu, kann das sein? Ja, 10 Lu wird mit Patagon verbündet sein. Issa und Zindo möchte ich eigentlich gar nicht an, möchte ich eigentlich gar nicht in mein Reich einschließen, weil die können so einfach von Chem angegriffen werden. Da brauchen die keine Schiffe dafür. Na okay. Ja, ich weiß, eine starke große Flotte direkt vor unserer Tür. Was soll ich tun? Wir kaufen alles. Ja, mach du das. Mach du auch den Kampf. So. Das wär's. Huch. Da unten habe ich irgendwas. Was ist da unten passiert? Na gut, da oben habe ich auf jeden Fall irgendeine ein Dings gewonnen, eine Schlacht gewonnen. Da haben wir mal eine Ironclad versenkt. Und noch eine. Sehr gut. Was ist da passiert? Echt jetzt? Nein! Ein Haufen Clipper ja beutet. Na gut, soll sein. Aber tun.
Das war's dann mit dir. Stehen. Du schaust dir. Da drüben habe ich eh schon alles angeschaut. Naja, schauen wir uns das noch an. Das ist ein Beachhead. Okay. Das ist auch ein Beachhead. Okay, soll sein. Sie sollen sich da Beachheaden, wie sie wollen. Wir gehen nämlich da nach Kartei. Wir könnten da noch einen Hafen herbauen, um dann Moor auch zu verbinden. Am besten machen wir das aber mit dem Ding, mit einer Schienenverbindung. So, da werden wir auch noch ein paar ausbessern. Yep, jetzt haben wir bald alle aufgepäppelt. So, da haben wir noch eine Feldartillerie, die geht da. Ah, Mist. Kanzler, geht nicht daher. Die geht dann daher. Gut, ich weiß echt nicht, was ich am besten tun soll. Fünf werden ausgebildet. Da sind wir wieder voll. Oh, sechste Waffe. Ja, da können wir nicht jede Runde eine neue Ironclad bauen, weil uns die Kohle fehlt. Na, ist wurscht, dann können wir wenigstens normale Truppen auch noch bauen dazwischen. Nächste Runde. Ja. Okay. Ah, Mist. Also unser Schiff ist versunken, versenkt worden. Und wir haben leider keines von seinen versenkt. Ärgerlich. Ja, die sind uns überall überlegen. Das ist so ärgerlich. Wir müssen da irgendwas dagegen tun. Wir brauchen mehr Schiffe. Mehr Schiffe.
Okay, da ist der Beachhead weg. Jetzt ist der Beachhead dort unten. Geht hier mal daher. Ihr bleibt auf jeden Fall mal hier. Na, da wollen wir mal eins mehr. Einundvierzig, 2020. Das schaut gut aus. Kann man schon eine Eierkleid wieder bauen? Jupp. Das wird so eine Eierkleid. Dann bauen wir da fünf. Oh, wir können nur vier bauen. Schade. Nochmal vier Typen. Wir haben genug Holz. Das heißt, wir werden das ausbauen mal. Wir werden noch ein paar Klipper bauen. Ja, die kosten uns nur ein bisschen Überproduktion an Stoff und Holz. Die können wir auch so relativ einfach machen. Gut, Adon. Wir müssen Adon jetzt irgendwann mal einnehmen. Könnten das sein? Eine leichte Infanterie, drei Heavy Infanterie-Artillerie. Ich glaube, es sind mehr als die hier angeführten. Kann zwar sein, dass es weniger geworden sind, weil er sich nicht mehr leisten konnte, aber gut, wer weiß. So, ich habe gesagt, das ist Schluss für heute. Nächste Runde, also das nächste Mal, wenn wir wieder aufdrehen, werde ich schauen, ob ich Ordun Stadt einnehmen kann. Das würde uns auf jeden Fall mal diese Zecken da vom Hals halten. Wäre durchaus sinnvoll, glaube ich, wenn wir das schaffen. Dann können wir uns überlegen, wen wir als nächstes fertig machen. Okay, aber bis dorthin, Herrschaften. Einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.